Ja, Frau Schleif ist auch Agronomie. Das wird unser nächster Beitrag werden. Wir wollen uns nochmal mit dem Thema Rapsanbau beschäftigen. Dieses Mal allerdings eher Richtung Osteuropa. Wenn man sich den Raps dort so ansieht, glaube ich, hat die Kultur zwei immense Vorteile. Auf der einen Seite ist sie natürlich umsatzstark, das heißt auch mit der Möglichkeit, Margen zu fahren für den Betrieb. Auf der anderen Seite ist es in manchen Regionen besonders interessant, weil der Raps eine ordentliche Vorwinterentwicklung macht und auch im zeitigen Frühjahr schon massiv Entwicklung betreiben kann und dadurch an der einen oder anderen Stelle einfach der Hitzeperiode, die dann zur Richtung Mitte des Jahres folgt, einfach aus dem Weg geht. In manchen Regionen sogar interessanter vielleicht wie andere Sommerungen, die in den Breitengraden normalerweise üblich sind. Ja, wir haben uns heute im Studio einen Spezialisten dafür eingeladen, Olaf Gaue. Olaf, freut mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Danke, Michael. Ja, Olaf ist normalerweise eben in Osteuropa unterwegs und macht Anbauberatung für Raps. Wir waren auch schon ein paar Jahre zusammen unterwegs, haben uns da das ein oder andere angeschaut. Ich denke, auch vieles gelernt dabei. Und ich freue mich jetzt auf einen spannenden Einblick eben in die Gegebenheiten dort vor Ort und vor allem in die Strategien, wie man dort erfolgreich Raps anbauen kann. Vielen Dank. Ja, danke Michael. Rapsanbau in der Ukraine ist nicht eine einfache Sache gewesen. Insgesamt wurden 10 Jahre an Vorlauf benötigt, um die Anbaufläche dann ab 2004 dynamisch weiterzuentwickeln. Wesentlich an Schubkraft hat der Winterraps erhalten nach Verabschiedung des Pachtgesetzes 2001 in der Ukraine. Es wurden nach der Verabschiedung dieses Pachtgesetzes privatwirtschaftliche Strukturen gebildet und diese Strukturen haben stärker als zuvor die Fruchtfolge nach marktwirtschaftlichen Aspekten geregelt. Hinzu kam, dass 10 Jahre eine seriöse Vorarbeit geleistet worden ist durch die deutsche Rapszüchtung, durch die Pflanzenschutzmittelindustrie und durch die deutsche Landtechnik. Das heißt, es war eine Technologie schon ausgearbeitet. Und zudem kam, dass ab 2004 auch verstärkt die ukrainische Agrarpolitik den Rapsanbau in der Ukraine unterstützt hat. Man muss sagen, die Ukraine ist eigentlich ein klassisches Sonnenblumenanbauland. Wir haben über 6 Millionen Hektar Sonnenblumenanbau und das ist die dominierende Ölsaat in der Ukraine und der Raps nimmt nach der Sojapflanze den 3. Platz als Ölsaat in der Ukraine ein. Wir sehen eine sehr starke Entwicklung bis 2008 mit 1,5 Millionen Hektar. Die Erträge waren in diesem Zeitraum außerordentlich hoch und das war die Zeit des großen Biodieselbooms. Die Preise waren sehr hoch und die Rapsanbaugeschichte war außerordentlich erfolgreich. Ab 2009 gab es dann stärkere Probleme in der Anbautechnologie, insbesondere zur Aussaat, größere Trockenperioden und auch Spätfröste im Frühjahr, sodass die Erträge zurückgegangen sind. Eine Erholung der Anbaufläche haben wir dann erst ab 2016 zu verzeichnen gehabt. Mittlerweile haben wir zur Aussaat 2021 wieder um die 1,1 bis 1,2 Millionen Hektar. Das könnte in diesem Jahr die größte Anbaufläche in Europa bedeuten. Wir sehen dort auf der roten Linie die Anbaufläche von Sommerraps abgebildet. Der Sommerraps konnte sich in der Ukraine nicht durchsetzen. Wir sehen jetzt die Aussaatfläche pro Oblast. Wir sehen, dass der Rapsanbau insbesondere im Westteil, im Zentrum, aber auch im Schwarzmeergürtel lokalisiert ist. Ja. Wir sehen mit 100.000 Hektar Rapsanbau im Gebiet Odessa eine sehr große Fläche im extrem kontinentalen Anbaugebiet.
Der Winterraps erzielt mit 2,5 bis 3,0 Tonnen dort höhere Deckungsbeiträge als beispielsweise ein Winterweizen, der vergleichbar 6 Tonnen und mehr erzielen müsste, um die Rentabilität von dem Winterraps zu erreichen. Im Ostteil haben wir weniger Winterraps. Das hängt damit zusammen, dass die Sonnenblume dort traditionell stärker vertreten ist. Die Erträge in der Ukraine schwanken. Sie sind sehr stark witterungsabhängig. Stabil hohe Erträge haben wir im Westteil und im Zentrum der Ukraine, was aber nicht ausschließt, dass wir hohe Erträge auch in Spezialbetrieben in der Südukraine, im Raum Odessa, Nikolajew und Kherson erzielen, in Betrieben, die konsequent auf wassersparende Technologien orientieren, erzielen wir auch in diesen Regionen bis zu 45 Dezitonnen und mehr Raps. Der Export von Raps ist auf einem sehr hohen Niveau. Wir sehen, dass lediglich 10% der Rapsproduktion in der Ukraine verarbeitet werden. Das hängt damit zusammen, dass die Ölmühlen in der Ukraine auf die Verarbeitung von Sonnenblumen orientiert sind. Über 12 Millionen Tonnen Sonnenblumen werden jährlich in der Ukraine gecrasht, demgegenüber eben bloß 350.000 Tonnen Raps in der Ukraine. Die Tendenz ist allerdings steigend. Das Exportgeschäft von Raps ist eine wichtige Valutaeinnahme für die Ukraine. Im laufenden Geschäft 2021, 2022 wird das Valutageschäft ca. 1,6 bis 1,7 Milliarden Dollar einnehmen. Gegenwärtig liegen wir bei 1,6 Milliarden. Es sind insgesamt schon über 2,6 Millionen Tonnen exportiert worden. Der Anstieg der Erlöse hängt mit höheren Rapspreisen in der laufenden Saison zusammen. Importländer von ukrainischen Raps sind in erster Linie Deutschland, gefolgt von Belgien und von den Niederlanden. Der Absatz in die Europäische Union ist konstant. Deutschland, auch die übrigen europäischen Länder kaufen den ukrainischen Raps auf. Die Ukraine ist in einer Vorteilssituation. Ab Anfang Juli steht ukrainischer Raps bereits zur Verfügung. Die Ukraine verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur. Über die Häfen Odessa und Nikolajew wird ein Großteil der Exporte abgewickelt. Aber auch in andere Staaten, wie beispielsweise nach Pakistan, wird Raps aus der Ukraine exportiert. Zu den wichtigsten Händlern, die das Geschäft organisieren und seit Jahren auch erfolgreich absichern, gehören internationale Unternehmungen wie Töpfer und Kagel, die einen Versorgungsauftrag haben, die ihre Ölmühlen in Europa mit dem Rohstoff zu abgesicherten Terminen versorgen müssen. Und die Nachfrage ist so hoch, dass meistens innerhalb von 3 Monaten die komplette Rapsernte aus der Ukraine bereits verschifft ist. Wenn wir über die klimatischen Voraussetzungen für den Rapsanbau in der Ukraine sprechen, müssen wir betrachten, dass der Raps als wasserintensive Kulturart ca. 50 Liter pro Quadratmeter in der Hauptvegetationsperiode benötigt. Diese Wasserversorgung ist gerade im extrem kontinentalen Bereich nicht immer gewährleistet, sodass die Erträge schwanken. Aber die Ukraine verfügt über ausgezeichnete Schwarzerdeböden, die über
sehr gutes Speichervermögen. Und das ist das Geheimnis, dass wir eben auch im kontinentalen Anbaugebiet der Ukraine bei 250 bis 300 Millimeter Jahresniederschlag 3 Tonnen Raps stabil ernten können. Voraussetzung für eine hohe Wassereffizienz ist die Rapswurzel. Die Rapswurzel nimmt in diesem ganzen Verfahren eine Schlüsselstellung ein. Die Rapswurzel kann eine Wurzellänge von 1,20 Meter bis 1,50 Meter erreichen und kann somit tiefer liegendes Bodenwasser erschließen. Die Rapswurzel hat in diesem Produktionsverfahren eine wesentlich größere Bedeutung als in humiden Anbauregionen in Westeuropa. Die Länge der Rapswurzel kann ich beeinflussen über den Aussaattermin und über die Aussaatstärke. Wir sehen hier im linken Bild sehen wir eine Aussaat am 20.08. unterteilt in 3 Aussaatstärken, 20 Körner pro Quadratmeter, 40 und 60. Und wir sehen, dass wir in der niedrigsten Aussaatstärke am 20. August die längste Wurzellänge in beiden Messterminen am 28. April und am 9.06. erzielen. Die doppelte Aussaatstärke von 40 Körnern pro Quadratmeter ist bei der ersten Messung sogar um 30 cm kürzer. Also unterhalb von der X-Achse sehen wir die Wurzellänge und oberhalb der X-Achse sehen wir die Pflanzenhöhe. Des Weiteren können wir gezielt auf die Wurzelentwicklung Einfluss nehmen über eine platzierte Düngerablage. Phosphor und Stickstoff haben eine Lockwirkung auf die Wurzel. Wir können gezielt die Wurzel in die Tiefe locken und orientieren auch auf eine Düngerablage in der Reihe, in dieser Tiefe, weil in dieser Tiefe garantiert Bodenwasser, sprich Nährstoffverfügbarkeit in der Hauptvegetationsperiode vorhanden ist. Entscheidend Einfluss auf die Wurzellänge nimmt allerdings die Grundbodenbearbeitung. Eine lockernde, tiefe Bodenbearbeitung über 25 cm ermöglicht eine ungehinderte Wurzellängenausbildung, während eine flache Grundbodenbearbeitung mit Scheibenecke oder Flachgruppe eben zu einer Verkrüppelung der Pfahlwurzel führt, dagegen aber zu einer verstärkten Seitenwurzelbildung aus. Deutlichen Einfluss auf den Ertrag hat folglich die Art und Tiefe der Grundbodenbearbeitung. Hier ein interessantes Diagramm aus Tschechien vom Rapsbund erstellt. Wir sehen hier ein Ertragsunterschied zwischen flacher Bodenbearbeitung und tiefer Bodenbearbeitung von 1 Tonne. Die Frage, die ich heute hier im Raum stelle, ist, ob das in der Form noch aktuell ist, ob das für die Ukraine zählt. Was sagen unsere Ergebnisse, die wir in diesem kontinentalen Anbaugebiet erzielt haben? Traditionell wird in der Ukraine der Rapsboden mit dem Pflug vorbereitet zu ca. 30%. Aber in den letzten Jahren verzeichnen wir eine stärkere Orientierung auch zu anderen Bodenbearbeitungsverfahren wie der Direktsaat oder zur Bodenbearbeitung mittels Striptil. Ohne Bodenfeuchtigkeit ist keine qualitativ hochwertige Bodenbearbeitung mittels Pflug möglich. Selbst bei mittlerer Bodenfeuchtigkeit haben wir eine grobklutige Bodenstruktur zu verzeichnen, die sich nur mit sehr viel Aufwand bearbeiten lässt. Im Nachgang haben wir meistens kaum noch Restfeuchte für gleichmäßige Feldaufgänge im Boden, im Oberboden, so dass wir keine
gleichmäßigen Feldaufgänge zu verzeichnen haben. Ein Ausweg ist in dieser Situation der Einsatz von Einzelkornsägetechnik. Die Räumschare an den Einzelkornsägeräten können diese groben Kluten, großen Kluten beiseite räumen und ich kann auch durch die Scharführung in wasserführende Schichten kommen und eine exakte, präzise Saatgutablage erzielen. Hier sehen wir Beispiele von erfolgreichen Einzelkornaussaaten nach der Grundbodenbearbeitung mit dem Pflug. Die pfluglose Bodenbearbeitung mittels Grupper bringt den Vorteil, dass wir eine solide Strohmulchschicht an der Oberfläche haben. Wir haben weniger Wassererosion, Winderosion und wir haben, was wichtig ist, eben im kontinentalen Anbaugebiet, wir haben weniger Verdunstung im August und im September. In diesen beiden Monaten haben wir teilweise noch Tagestemperaturen über 30 Grad. Wenn wir eine vernünftige, feinkrümelige Bodenstruktur haben, können wir mit herkömmlichen Drillmaschinen den Raps aussehen. Haben wir, wie bei der Flugvorbereitung, eine grobklotige Bodenstruktur, orientieren wir auch die letzten Jahre auf die Aussaat mit Einzelkorn-Säaggregaten. Wir können den Raps präziser aussehen. Wir können mit diesen Einzelkorn-Säaggregaten auch einen Startdünger in die Reihe auf 10 cm Tiefe applizieren. Wir haben eine wesentlich bessere Rückverfestigung in der Reihe und wir haben mit diesen großen Aggregaten 24-reihig eine wesentlich höhere Flächenleistung. Das Aussaatfenster für eine Qualitätsaussaat bei Raps ist sehr knapp in der Ukraine. Das heißt, wir müssen über eine sehr hohe Schlagkraft verfügen und aus der Sicht bot sich das an, die vorhandenen Drillmaschinen, die eigentlich eingekauft waren für die Sonnenblumen- und Maisaussaat, auch für die Rapsaussaat zu nutzen. Und ab 2017 erfolgte die Umrüstung von sehr vielen Einzelkorn-Sägeräten für die Rapsaussaat. Der Einfluss der Aussaatkriterien auf den Ertrag erzielt durch eine gute Pflanzenverteilung, Feldaufgang und eben insgesamt durch die Qualitätsaussaat wird deutlich hier an einem Beispiel, dass wir bei weniger Pflanzen einen fast um 7 Deziton höheren Ertrag erzielt haben als bei der Aussaat mit 50 Pflanzen pro Quadratmeter. Hier ein schönes Bild. Die Idealsituation einer Rapsaussaat ohne Pflug, eine schützende Strohmulchdecke und gleichmäßig entwickelte Bestände. Das ist ein Foto, ein aktuelles Foto aus dem Oktober diesen Jahres. Was machen die Landwirte, wenn wir überhaupt keine Bodenfeuchtigkeit im August haben? Wir können weder eine tiefe noch eine flache Bodenlockerung durchführen. Das ist eine Situation, nicht nur wie sie häufiger im Süden vorkommt, sondern mittlerweile durch den Klimawandel auch im Zentrum der Ukraine. Hier ein Foto aus dem Gebiet Chmelnytskyi. Dieser Betrieb hat vor dem prognostizierten Niederschlag mit einer Einzelkornsägemaschine auf der linken Seite sichtbar und mit einer herkömmlichen Drillmaschine auf 2 cm Ablagetiefe den Raps vor dem Niederschlag ausgesät. Hier sehen wir auch wieder bessere Ablageergebnisse, Feldaufgänge mit der Einzelkornsägetechnik im Vergleich zur herkömmlichen Drillmaschinentechnik. Hier ein Beispiel Direktsaat auf 1500 Hektar Winterraps bei ausreichend Bodenfeuchtigkeit. Wir sehen hier sehr breite Fahrspuren. Dieses Unternehmen setzt das Control Farming Technology System ein. Also es wird nur in diesen Fahrspuren gefahren. Aussaat, Pflege
und Ernte. Und wir sehen, dass wir bei ausreichend Bodenfeuchtigkeit ein ungehindertes Wurzelwachstum beobachten können. Also keine typischen Nachteile bei einer ungelockerten Bodenoberfläche, wie wir sie eigentlich sonst vermuten. Wenn Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist und hier, wie in diesem Fall, mehrjährig schon ohne Bodenlockerung gearbeitet wird, kann die Rapswurzel den Boden problemlos in der Tiefe erschließen. Und hier sehen wir eine Direktsaat bei eingeschränkter Bodenfeuchtigkeit, auch ein aktuelles Foto aus dem Gebiet Odessa. Und wir sehen, dass das auch erfolgreich war. Ungehindertes Wurzelwachstum ist hier zu beobachten. Rapsaussaat erfolgt nicht nach Standardmustern in der Ukraine. Ich muss meine Rapsaussaat nach den Bodenfeuchtigkeitsverhältnissen ausrichten. Hier ein Beispiel aus einem Betrieb, der drei unterschiedliche Bodenbearbeitungsverfahren eingesetzt hat im Sommer 2019, als wir Bodenfeuchtigkeit im Unterboden hatten, aber kaum Bodenfeuchtigkeit im Oberboden. Der Betrieb hat im Beispiel 1 eine flache Bodenbearbeitung auf 10 cm durchgeführt, hat dann auf Niederschlag gewartet und in eine Mulchsaat praktiziert und hier eine ebenfalls flache Bodenbearbeitung. Vor der Bodenbearbeitung wurde allerdings das Stroh geräumt und hier klassisch Grundbodenbearbeitung mit dem Pflug zum Raps. Die beste Variante wurde in der Mulchsaat-Variante erzielt. Auf 70 Hektar wurden 72 Deziton erzielt. Und gefolgt von der Flugvariante mit 40,6 Deziton auf 50 Hektar. Am schlechtesten hat die Variante flache Bodenbearbeitung und Strohräumung abgeschnitten. Ab 2010 wurde durch die Firma Horsch das System Striptil in der Ukraine eingeführt. Zuerst mit sehr viel Skepsis beäugt. Viele Landwirte waren überhaupt nicht davon überzeugt, bis der große Durchbruch circa vor 5 Jahren erfolgt ist. Und gerade in den Regionen, in denen wir das nicht erwartet hatten. Das System Striptil ermöglicht die Kombination aus zielgerichteter Bodenlockerung in der Reihe, Düngung in der Reihe und Aussaat. Also wir sparen mehrere Arbeitsgänge. Das System erlaubt es, direkt nach der Ernte der Vorfrucht den Raps in die Stoppeln einzusehen. Es sind auch Kombinationen möglich. Wir können vorher eine Kurzscheibenecke einsetzen. Wir sind da sehr flexibel in diesem Verfahren. Ab 2018 wurden auch neue Grubberschare eingesetzt, die weniger Bodenstruktur nach oben befördern. Das heißt, wir haben eine perfekte Lockerung der Reihe. Diese neuen Aggregate sind ausgerüstet mit den Maestro-Seeaggregaten und erzielen eine sehr saubere Räumung der Saatreihe und eine sehr gleichmäßige, ebene Strohmulchablage zwischen den Reihen. So sieht das dann aus. Perfekte Streifenlockerung und Strohmulchauflage zwischen den Reihen. Das heißt, es wird maximal 20% des Bodens noch bearbeitet. 80% werden in ihrer Struktur nicht bearbeitet. Die Bodenfeuchtigkeit wird unter den unbearbeiteten Boden erhalten. Und das ist ein Beispiel aus dem Gebiet Odessa. Wir sehen hier auch wiederum eine sehr schöne Strohmulchdecke, sehr schön entwickelte Bestände und eine exzellent entwickelte Wurzel mit Tiefgang und starker Seitenwurzelbildung. Wichtig in dieser Region, um eben Wasser und Nährstoffe gleichmäßig aufzunehmen.
an die Sortenwahl gibt es spezielle Kriterien im kontinentalen Anbaugebiet, die sich insbesondere an die Winterfestigkeit, aber eben auch an die Trockentoleranz und Hitzetoleranz orientieren. Hier ein paar Beispiele. Schossfestigkeit bei extremer Frühsaat ist ein Thema. Wir können den Aussaattermin nicht wie in Westeuropa auf den 20. oder auf den 15. oder auf den 25. August legen. Wir müssen Winterraps anbauen bei vorhandener Bodenfeuchtigkeit. Und das kann durchaus sein, dass wir Ende Juli, Anfang August bereits aussehen müssen. Und dann müssen die Hybriden, die zum Einsatz kommen, über eine hohe Schossfestigkeit verfügen. Das heißt, dass der Vegetationskegel nicht permanent in die Höhe schießt. Das ist abhängig zum einen von der Aussaatstärke, zum anderen ist das aber auch Genetik. Hier sehen wir ein Beispiel, wo das den Landwirten nicht gelungen ist. Ein überwachsener Vegetationskegel von über 2 Zentimetern bereits im Oktober. Solche Bestände sind stärker auswinterungsgefährdet, weil dieses Gewebe im Vegetationskegel nicht so winterfest ist. Winterfestigkeit ist auch ein wichtiges Thema, obwohl in den letzten Jahren kaum größere Auswinterungsverluste festgestellt worden sind. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wesentlich winterfestere Hybriden in der Ukraine eingesetzt werden. Zum anderen hängt das aber auch damit zusammen, dass wir eine Wachstumsreglergabe im Herbst durchführen, oftmals zweimal sogar, und damit die Winterfestigkeit erheblich anheben. Große Anforderungen an die Hybriden bestehen im Frühjahr, weil wir oftmals bis in den März hinein starke Spätfröste haben. Der Winterraps kommt gesund und mit vollem Blattapparat aus dem Winter, haben dann allerdings noch diese Spätfröste, die dann zur Folge haben, dass der Blattapparat abfriert. Dann gilt es, dass die Hybriden schnell regenerieren, und das ist ein wichtiges Kriterium. Hier eine ideale Überwinterung aus dem Gebiet Odessa, das heißt, der Raps hier am 20.03.2020 kann sofort ohne diese Regeneration durchstarten. In den letzten Jahren stärkeres Thema in der Ukraine sind auch Spätfröste bis in die Blüte hinein. Das war früher nicht der Fall. Aus dem Grunde haben wir auch bessere Erträge mittlerweile mit mittelspäten bis späten Hybriden. Diese Hybriden werden von diesen Spätfrösten nicht so stark betroffen. Dann gilt es auch, Trockenperioden zu überstehen. Hier sehen wir ein Bild, was charakteristisch ist nach einmonatiger Trockenheit, dass wir eine starke Rissbildung zu verzeichnen haben. Darunter leiden natürlich auch das entsprechende Hybridmaterial. Da gilt es, Hybriden einzusetzen, die eben über eine hohe Trockentoleranz verfügen. Trocken- und Hitzetoleranz. Hitzetoleranz in der Form, dass wir höhere Temperaturen ab Anfang Juni haben mit über 30 Grad und diese Temperaturen erheblich zur Minimierung des 1000-Korn-Gewichtes beitragen. Aus dem Grunde ist es wichtig, dass wir geeignete Hybriden einsetzen, die über eine hohe Schotendicke verfügen, dass diese besser diese Hitzeperioden abpuffern. Last but not least, die Erträge. Was ist in diesem extremen Anbaugebiet möglich? Das Jahr 2021 war für viele ukrainische Landwirte außerordentlich erfolgreich. Die Erträge in den Großbetrieben
lagen zwischen 40 und 50 Doppelzentner. Gekoppelt mit den sehr hohen Marktpreisen hat der Raps eine sehr hohe Rentabilität erzielt. Hier ein Beispiel aus dem Gebiet der Westukraine. Auf über 103 Hektar, 47,7 Dezitonnen mit der Hybride von Bayer DK Exception. Im Zentrum, im Gebiet Chmelnytskyi, auch großflächig, hier auf 90 Hektar, 44,1 Dezitonnen mit der Hybride Tresor. Im Gebiet Vinica erfolgreiche Beispiele mit Tresor 46,1 Dezitonnen. Hier aus dem Gebiet Zhytomyr 48 Doppelzentner. Es war ein sehr gutes Jahr. Wir sehen hier große Rapsbestände mit einer ausgezeichneten Beschotung. Das ist, kann man erwähnen, dass wir sehr gute Bedingungen oftmals zur Blüte haben. Es ist warm, wir haben einen ausgezeichneten Bienenflug und haben aus dem Grunde einen sehr guten Schotenansatz, eine sehr gute Schotenbeschotung und Samenausbildung in den Schoten. Großflächig auch im Zentrum der Ukraine hohe Erträge mit 45,6 Dezitonnen im Raum Tscherkassy und auch im Raum Odessa hohe Erträge mit 44,1 Dezitonnen pro Hektar. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke mal, dass der Michael jetzt hier gleich noch ein paar Fragen stellen wird. Ja, Olaf, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich glaube, es ist extrem interessant, einfach einmal den Werdegang zu sehen, wie hat sich das Ganze entwickelt, eben zu einer Kultur, bei der man auch im Betrieb Geld verdienen kann. Ja, ich war jetzt noch kurz hinter den Kulissen sozusagen, um mir die Fragen nochmal anzuschauen, die wir im Chat bekommen haben. Erstmal dafür an euch vielen Dank. Aktuell der Raps, der draußen steht, die Entwicklung, wie würdest du die einschätzen? Ist die gut, ist sie sehr gut oder ist es, ich sag mal, territorial unterschiedlich? Es ist territorial unterschiedlich. Mhm. Also wir hatten, die Spitzarten haben unter Kälte im September gelitten. Ja, sie waren Anfang Oktober unterentwickelt und durch viel Niederschlag im August, Ende August und September haben wir auch verstärkt Klimazone-Schäden zu verzeichnen in diesem Jahr. Im Westen der Ukraine und im Zentrum haben sich die Bestände korrigiert. Ja. Im Osten der Ukraine, im südöstlichen Teil, haben wir einige Bestände, die in einem mittleren Zustand sind. Aber generell sieht die Situation im Rapsanbau gut aus. Mhm. Okay. Bei der Herbizidstrategie, ich meine, wir haben unterschiedlichste Saatverfahren gesehen. Es geht los von ich sag mal, traditionell, klassisch, intensiv bearbeitet, über Mulchsaatverfahren bis zu den Direktsaatverfahren. Ja. Wo unterscheiden sich die Strategien oder was empfiehlst du grundsätzlich bei den unterschiedlichen Anwendungen? Also in den westlichen Anbauregionen werden traditionell Bodenherbizide eingesetzt. Ja. Und im südlichen Teil der Ukraine kommen eben Kontaktherbizide zum Einsatz. Das Clearfield-Programm ist außerordentlich erfolgreich. Ja, also es werden unterschiedliche Systeme gefahren. Okay. Einzelkornsaat, wir haben ja gesehen, Einzelkornsaat beim Raps, in unserem Fall mit der Maestro, ist so ein Stück weit populär geworden. Denkst du, was ist der Treiber? Ist es tatsächlich eher Standraumverteilung oder Einbettung und Feldaufgang? Was wiegt deines Erachtens dort schwerer? Also die Einzelkornsaat kommt wesentlich besser mit den widrigen, ungleichmäßigen Bedingungen in der Bodenbearbeitung, in der Saatbettbereitung klar. Ja? Also wir haben
im Vergleich zu Deutschland ja keine Kreiselecken im Einsatz. Ja. Bei Bodentemperaturen von 30 Grad kommt es zu einer stärkeren Verklumpung der Böden. Ja. Also wir brauchen die Einzelkornsaat, um bessere gleichmäßige Feldaufgänge zu erzielen. Das ist vielen Landwirten bewusst. Ja. Und die Technik ist vorhanden. Und auch die Erkenntnis, moderner Rapsanbau muss mit Einzelkornsaat erfolgen. Mhm. Ja. Bei der Aussaatstärke, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen in eine zum Beispiel 50 Zentimeter Reihe im Raps, wo gehst du dann tendenziell hin? Das ist der Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte. Je weiter wir in der Reihe kommen, ja, also einige Landwirte sehen auch auf 70 Zentimeter aus, Reihenabstand, umso enger kommen wir in der Reihe und das ist negativ zu sehen. Die optimale Reihe, der optimale Reihenabstand liegt bei 35 cm, dass wir eine Aussaatmenge haben von ca. 25 bis 35 Pflanzen pro Quadratmeter. Ja, dafür muss ich eben die 40 keimfähigen Körner aussehen, um diese 25 bis 35 Körner keimfähigen Körner nachher zu haben. Ja? Mhm. Also, und die Erkenntnis hat sich bei den Landwirten, bei den guten Landwirten durchgesetzt, dass wir in der Saatstärke runtergehen müssen, um vitalere, bessere Bestände draußen zu erzielen. Mhm. Und das Ganze natürlich auch mit modernen Sorten letztendlich unterfüttern. Ja, also insgesamt stehen den ukrainischen Landwirten über 200 europäische Rapshybriden zur Verfügung. Das ist enorm. Ja. Mhm. Und sie haben die Wahl. Ja. Und wir sehen eben große Unterschiede in den Sorten, in der Adaptation. Insbesondere im Schwarzmeergürtel brauchen wir mehr robusteres Material. Ja. Und das ist auch die Landwirte kaufen nicht nur die modernste Landtechnik ein, sie wollen auch die neuesten hochertragreichen Hybriden aus Westeuropa zum Einsatz bringen. Mhm. Gibt es Züchtungsaktivitäten in der Ukraine? Ja, es gibt sehr viele Prüfungsaktivitäten, so will ich sie nennen. Mhm. Ja. Also alle internationalen oder die großen Marktplayer, die großen Züchtungshäuser sind vor Ort mit eigenen Versuchsstationen, um eben adaptiertes Rapsmaterial anzubieten. Mhm. Und dann auch speziell auf die Marktwünsche oder Bedürfnisse eingehen zu können. Ja. Okay. Ja, der Raps, für viele Betriebe ja schon Kern der Fruchtfolge. Denkst du, dass man dort in Betrieben auch schon an die Fruchtfolgegrenze stößt des Möglichen oder gibt es da noch Luft nach oben? Ja, das Problem ist, dass wir eigentlich kein klassisches Fruchtfolgeproblem wie in Deutschland haben, wo wir in den Spezialbetrieben in Norddeutschland über 30% Rapsanbau hatten. Mhm. Ja. Selbst in den Spezialbetrieben haben wir maximal 20-25%. Das Dilemma besteht aber darin, dass wir einen starken parallelen Sonnenblumenanbau haben mit einer gleichen Krankheitsstruktur und dass wir dadurch eine Übertragung von Krankheiten haben wie Verticillium und nicht die notwendigen Anbaupausen haben. Aber es ist sehr viel Luft nach oben. Wir können viel, viel mehr Raps anbauen. Beides zusammen mit der Sonnenblume wird nicht funktionieren. Es muss spezielle Fruchtfolgen geben für den Rapsanbau und für den Sonnenblumenanbau. Dann kann es funktionieren. Beides zusammen, wie es zurzeit praktiziert wird in vielen Betrieben, ist leider nicht möglich. Und wir sehen auch unter optimalen Bedingungen, dass die Rapskrankheiten mittlerweile um sich greifen. Das war in den ersten 10 Jahren Rapsanbau überhaupt nicht der Fall. Jetzt haben wir ein Verticillium-Problem, verursacht durch den Sonnenblumenanbau. Und haben ein Problem mit Sklerotinia, auch teilweise verursacht durch die Sonnenblume. Ja? Mhm. Und deswegen brauchen wir geordnete Fruchtfolgen. Nur mit geordneten Fruchtfolgen können wir den Rapsertrag stabiler in der Ukraine gestalten. Mhm. Das heißt, stabile oder eine geordnete Fruchtfolge heißt am Ende, der Betrieb entscheidet auch ganz bewusst, sich für einen Teil des Betriebs für eine Rapsfruchtfolge, in einem anderen Teil des Betriebs für eine Sonnenblumenfruchtfolge. Ja, das
ist der Optimalfall, der leider, das Verständnis ist leider gegenwärtig noch nicht da. Okay. Ja. Wir sehen das und leider fehlt eben in der Ukraine eine Offizialberatung. Ja. Wir haben keine Landesforschungsanstalten, die da mehr Objektivität in diese Sache reinbringen. Das ist nur eine Beratung über die Lieferanten von Saatgut und Pflanzenschutz. Die ist teilweise zu objektiv und wird eben nicht von den Landwirten so aufgenommen, wie wir es aus Westeuropa her kennen, wenn die Offizialberatung sagt, halt stopp, so geht's jetzt nicht, da müsst ihr mal an den Stellschrauben was machen. Das ist nicht der Fall. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich ja schon für viele Betriebe gerade, du hast den Schwarzmeergürtel angesprochen, ja. Ist ja der Raps schon ein Stück weit auch ein, ich sag mal, ein Tool, um Risiko zu managen, zu sagen, ja, ich habe eine Kultur schon mal, die ich im Herbst etablieren kann, die ja relativ sicher dann durch die trockenen Phasen im Frühjahr kommt. Vollkommen richtig. Also wir haben jetzt im Schwarzmeerraum, in diesem Schwarzmeergürtel, ab August kaum Niederschlag gehabt. Ja? Und die Betriebe, die Raps ausgesät haben, haben sich eine solide Einnahmequelle für 2022 geschaffen. Und die sagen heute, ja, die konnten kaum vernünftig Winterweizen aussehen, also die Winterweizenbestände sind im Schwarzmeergürtel nicht im optimalen Zustand, sagen heute, hätten wir mal noch mehr Raps ausgesät. Ja? Also der Raps als die Kulturart, die im kontinentalen Raum, im Schwarzmeergürtel am besten mit die Winterfeuchtigkeit ausnutzt, ja, ist ein solides Standbein für die Betriebe im Süden der Ukraine insbesondere. Die Betriebe im Westen verfügen über wesentlich mehr Einnahmequellen. Sie ernten unter optimalen Voraussetzungen, das haben sie im letzten Jahr getan, 15 Tonnen Körnermais. In diesem Jahr sind die Erträge ähnlich hoch. Ja, sie ernten bei der Sojabohne 27 Dezitonnen bis 40 Dezitonnen. Sie haben ein viel breiteres Spektrum als die Betriebe in den klassischen Trockenanbaugebieten der Ukraine. Mhm. Ich sag mal, Rapsanbau weiter zu optimieren. Du hast ja viele Themen vorgestellt, die schon passiert sind, wo Betriebe mittendrin sind oder gerade dabei. Gibt es nur Hebel, wo du sagst, ja, das ist so für die nächsten 4-5 Jahre das, was du auch beratungsmäßig anpacken möchtest? Ja, da gibt es natürlich jede Menge. Ja. Und das ist insbesondere die Einzelkornsaat. Und dann denke ich auch, dass die zielgerichtete Düngung nach Versorgungsstufen im Unterboden, also die platzierte Düngerablage, insbesondere von Phosphor, ja, in Wurzelnähe auf 20 cm Tiefe, sehr stark dazu beitragen wird, die Erträge zu verbessern. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, im Trockenjahr 2020, dass die Betriebe, die eine höhere Phosphorgabe getätigt haben, stabiler geerntet haben als die Betriebe, die da an diesem falschen Punkt gespart haben. Phosphordüngung ist ein Thema. Dann ist ein anderes Thema auch die Mikrogranulatdüngung. Es erfolgt zu viel an Blattdüngung, die nicht effektiv ist. Mhm. Der applizierte Flüssigbohrdünger kommt oftmals nicht zur Wirkung. Wir wundern uns über Hohlherzigkeit im Frühjahr, weil der Flüssigdünger auf trockenem Boden seine Wirkung logischerweise nicht entfalten kann. Mhm. Ja, das ist ein Thema im Bereich Düngung, wassersparende Bodenbearbeitungsverfahren, nicht nur im extremalen Trockenanbaugebiet, Schwarzmeergürtel, sondern auch im Zentrum und Richtung Westen. Da gibt es viele Betriebe, die schon auf wassersparende Bodenbearbeitungsverfahren orientieren. Direktsaatverfahren, ja, es gibt Investitionen in diese Technik. Ja, also das ist das Thema. Ja, Wassersparen, um gewappnet zu sein, wenn wir mal wieder ein Trockenjahr haben, was in aller Regelmäßigkeit alle 2 bis 3 Jahre in der Ukraine auftritt. Genau, unter den kontinentalen Bedingungen einfach dann dahin kontinentale Bedingungen. Und dann ist natürlich auch ein wichtiges Thema, und da ist die Ukraine nicht weit entfernt von uns. Die großen Händler wie Kagel und Töpfer, die
diktieren die Exportbedingungen, sprich GMO-Freiheit der Exportware, sprich kein Einsatz von Chlorpyrifos. Und in Zukunft wird es weitere Verbote geben. Und das muss jetzt entsprechend schon vorbereitet werden, dass die ukrainischen Landwirte dafür gewappnet sind, dass wir ohne entsprechende Mittel in 2024 oder 2025 weiterhin erfolgreich Rapsanbau betreiben können. Mhm. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass die Transportproblematik noch verbessert wird. Wir haben zurzeit den Hauptexport über die Exporthäfen Odessa und Nikolajew. Wir haben Transportentfernungen aus den Hauptanbaugebieten zu diesen Häfen von 700 bis 800 Kilometern, weil einfach die Logistik Richtung Westeuropa per Schiene nicht vorhanden ist. Wir haben ja die größte Eisenbahnspur in der Ukraine. Ja, wir brauchen dort europäische Spurgrößen in Grenznähe, damit wir viel mehr über Polen sind es nur 700 Kilometer Richtung Westeuropa transportieren können. Einfach um Marktzugänge noch effizienter zu gestalten. Ja, das ist wichtig, gerade unter dem Aspekt CO2-Einsparung. Ne? Das wird in Zukunft ein wichtiges Thema sein. Denke ich auch. Ja. Mein Markt ist immer eine interessante Thematik und haben wir heute schon ein paar Mal die Fragen natürlich gestellt nach internationalen Preisen. Deswegen auch meine Abschlussfrage an dich. Wo rangiert aktuell in der Ukraine der Rapspreis? Was kann man dafür real erlösen auf dem Markt? Ja, das ist eine schöne Frage. Und die hat auch in den letzten Jahren erheblich zur Stabilisierung des Rapsanbaus beigetragen, dass wir aufgrund der hohen Nachfrage in Europa immer stabil hohe Preise an der Hafenkante Odessa, Nikolajew hatten. Die Preise waren so hoch, dass man sich gefragt hat, wie wird der Transport eigentlich noch finanziert? Ja, also die Preise haben sich kaum von den europäischen Preisen hier ab Hof, Landwirt unterschieden. Ja, die Nachfrage ist so hoch und auch der Versorgungsauftrag durch die Händler, dass hohe Preise auch zum Beginn der Saison gezahlt werden. Wir haben kaum Überlager in der Ukraine. Ja, die Ernte ist oftmals bis zum 1. Dezember aus der Ukraine verschifft. Danach gibt es auch keine Schiffe mehr. Der Landwirt, der dann vielleicht noch 500 Tonnen irgendwo zwischengelagert hat, der muss bis zur nächsten Ernte warten. Also die Preise sind hoch und das macht den Rapsanbau seit Jahren attraktiv. Okay. Also sehr, sehr nahe an Mativ-Notierung dran, oder? Ja, wir haben kaum Unterschiede zu den europäischen Preisen. Ja. Ja, vielen Dank, Olaf, für den interessanten Einblick, weil ich glaube, das ist auch was unsere Zuschauerschaft immer wieder auch schätzt, einfach mal über den Tellerrand rauszuschauen, auch zu hören, was sind denn die Herausforderungen vor Ort, auch zu hören, wer nimmt denn am Ende auch das Erntegut ab und wie entwickeln sich ein Stück weit dann auch Vorgaben daraus, weil man ja manchmal denkt, man ist der Einzige, der irgendwie von Vorgaben letztendlich oder unter Vorgaben letztendlich produzieren muss. Mhm. Ja. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, ich danke dir. Ja. Ja, an der Stelle darf ich den Teil von Horst Live abschließen und freue mich aber gleich unmittelbar im Anschluss auf den nächsten Beitrag Richtung Pflanzenschutztechnik.